Hallo meine lieben Zockerfreunde und Zockerfreundinnen. Herzlich willkommen bei Frisch gepresst. Es ist lang nichts gegangen bei uns. Und das hat natürlich einen Grund gehabt. Wir haben ein riesen Projekt gestartet mit dem neuen Unboxing. Besser gesagt, ein Unboxing-Video für einen neuen Omen HP45L. Das hat extrem viel Zeit in Anspruch genommen. Und darum haben wir alles andere ein bisschen auf der Strecke sein und wirklich den kompletten Fokus auf das Video zu legen. Wir würden uns freuen, natürlich, wenn ihr euch das Video gewinnen würdet. Kommentieren natürlich, Abo da lassen und das Ganze ein bisschen spreaden. Teilen natürlich nicht vergessen. Wir wären wirklich froh, wenn ihr uns dort wirklich unterstützen würdet bei dem Push von diesem Video. Es ist wirklich eine mega klasse Top-Produktion, die wir dort hergeliefert haben. Es hat mega viel Spass gemacht. Es war extrem anstrengend. Dadurch, dass wir halt wenig Zeit hatten und das Ganze so kurz wie möglich reinpressen mussten. Aber es war eine mega tolle Erfahrung, mit einem super geilen Team zusammen zu arbeiten. Also geht doch das Video abchecken, kommentieren nicht vergessen. Und an dieser Stelle, merci vielmals für euren Support. Frisch gepresst, also frisch und auch ein bisschen kürzer machen wir das Ganze heute. Wir haben ein paar Themen für euch, also die aktuellsten News für euch parat, die wir euch heute werden präsentieren. Ja. Also wie immer, nicht lange reden, sondern wir gehen einfach rein. Activision hat das neue COD für dieses Jahr angekündigt. COD Modern Warfare 2 wird das Ganze heissen und das Reboot sein vom alten Teil. Es gibt auch schon einen Trailer dazu, nicht unbedingt einen Trailer, sondern eher einen Teaser, wo sie sozusagen wie das Logo vorstellen. Das schöne MW mit Mitte 2 im grünen Format. Ja, es lässt sich nicht sehr viel aus dem Teaser zeigen. Also, ich denke eher, es ist auch mehr ein Hype drum. Wir wollen den Hype ein bisschen steigern. Wow, ein neues COD kommt raus. Um was geht es genau? Es sind also noch keine grossartigen Infos draussen bezüglich Gameplay, bezüglich Story, bezüglich Multiplayer. Also wir sind gespannt. Der Teaser sieht fresh aus, aber das ist dann auch schon gewesen. Wir lassen uns überraschen. Activision muss irgendetwas machen. Die letzten CODs sind nicht so gut gelaufen. Auch ich als eingefleischter COD-Fan bin recht enttäuscht von den letzten Teilen. Und dann hoffen wir natürlich, wie jedes Jahr, dass das COD besser wird. Ja, wir wissen, das neue COD ist noch nicht draussen, aber ihr könnt euch das Teil natürlich schon vorbestellen. Am besten oder am liebsten gerade auf wog.ch könnt ihr das Teil schon vorbestellen, dass ihr dann auf sicher bei Release das bei euch im Briefkasten habt. Also ab auf wog.ch bestellen und ihr seid dabei. Außerdem gibt es neue Infos zum neuen Final Fantasy 16. Da schlägt einfach mein Herz höher, wenn ich Final Fantasy höre. Ich bin ein Mega-Fan von JRPGs und warte schon sehnsüchtig auf das neue Final Fantasy 16. Ja, grossartig gibt es auch hier noch nicht viel darüber zu berichten. Sie sind also am Ende von den Produktionen, also das meiste ist schon produziert und fertiggestellt. Aber der Director von Square Enix hat gesagt, er wolle noch nicht zu viel Hoffnung machen oder zu viel Preis geben, damit nachher die Leute enttäuscht werden schlussendlich. Wir rechnen so etwa mit 2022 am Ende so oder dann eher auch 2023, wo das neue Final Fantasy 16 released wird. Also wir sind sehr, sehr gespannt drauf. Besser gesagt, ich bin mega, mega gespannt drauf, was das neue Final Fantasy 16 so bringen wird. Was auch gesagt ist worden, das Final Fantasy 16 wird sich nicht mehr an die Jungen richten, sondern es wird erwachsener werden. Das heisst, es wird auch ein bisschen mehr Blut zu sehen sein und auch geschichtlich etc. wird erwachsener gehalten sein. Und wenn wir schon bei Final Fantasy sind, gibt es noch etwas sehr, sehr Geiles. Und zwar kann man sich eine Final Fantasy Statue posten von der Square Enix Masterline. Aber da müsst ihr tief, tief ins Portemonnaie greifen. Nämlich die Statue von Final Fantasy. Die kostet satte 10.600 Franken.
Also wie gesagt, sehr, sehr tief ins Portemonnaie greifen. Und es gibt insgesamt 500 Stück davon, wobei 150 nur für den japanischen Markt reserviert sind. Und die kann man auf squareenix.com vorbestellen. Also alle Final Fantasy Fans da draussen oder alle, die unbedingt die Figur wollen, haltet euch dran. Sie kann vorbestellt werden, der Link natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, falls ihr 10.600 Franken Führung habt oder nicht wisst, woher damit, könnt ihr es mir auf PayPal schicken. Das ist auch gekauft. Auch EA ist wieder mal in den Medien, oder besser gesagt, EA hat wieder mal etwas preisgegeben. Und zwar geht es um die Entwicklung der Next-Gen-Games oder auf die alten Konsolen, das Cross-Gen-Mixing, was sie hier machen. Das heisst, Games werden auf die alten Konsolen gemacht und für die neuen Next-Gen-Konsolen. Jetzt ist aber der langsam fertig, weil EA stampft das Ganze ein und produziert nur noch für Next-Gen-Konsolen. Ja, also wir sind nicht abgeneigt von dieser Idee. Ich denke mal, die Userbase ist gross genug, das sagt auch EA, für die Next-Gen-Konsolen, dass halt einfach Games wirklich nur noch dort produziert werden. Also ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis auch andere Entwickler auf den Zug aufspringen und ihre Games wirklich nur noch exklusiv Next-Gen-Konsolen werden rausbringen. Also besser gesagt, Games auf Next-Gen-Konsolen. Und ja, wir freuen uns darüber, dass wieder ein bisschen mehr Stoff kommt. Und für alle die noch keine Xbox und noch keine PlayStation Next Gen haben, sollten sich dran machen. Es gibt immer wieder tolle Angebote, die ihr eine könnt ergattern könnt. Schaut immer bei wlg.ch rein. Auch dort gibt es immer wieder fette Bundles, die ihr könnt abstauben könnt, wenn ihr noch keine neue Konsole habt. Und auf jeden Fall, es lohnt sich. Zum Schluss kommen wir noch zu den Gamecharts. Und hier ist unser Partner natürlich gamecharts.ch. Steppen drauf. Dort könnt ihr nachschauen, wer in den Verkaufszahlen vorne liegt. Die ganze Auflistung findet ihr dort. Viel Spass damit. Und was man alle so ein bisschen sieht, sind auch recht viele alte Titel, die immer noch sehr, sehr gut verkauft werden. Wie ein Mario Kart oder wie ein GTA 5. Es ist recht eindrücklich. Also checkt es doch ab. www.gamecharts.ch. Merci vielmals an dieser Stelle. So, das wäre es auch schon gewesen von dem frisch gepresst. Es ist kurz gehalten, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir haben extrem viel Zeit müssen investieren für das Ice Unboxing Video. Also an dieser Stelle wirklich Entschuldigung. Es tut uns wirklich sehr, sehr leid. Aber unsere frisch gepresst werden jetzt ein bisschen öfters kommen und aber auch ein bisschen kürzer. Dass ihr einfach so die neuesten News on top habt. An dieser Stelle, merci vielmals allen, merci vielmals unseren Partner allgemein, merci vielmals WOG für den ganzen Support. Alle Links und alle Beiträge sind unten nachher in der Videobeschreibung drin. Und natürlich selbstverständlich, checkt auch unsere Webseiten ab, www.gnet.ch. Dort hat es die geilsten Reviews zum Nachlesen und die neuesten News, falls ihr euch im Bereich Gaming wollt informieren. Wir würden uns über ein Kommi freuen, auch über ein Abo freuen an dieser Stelle. Mein Name ist Jack Wack, der Gnet. Merci vielmals. Stay tuned, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.